Guten Abend, ich bin Dr. Monika Meyer und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche. Heute ist ja Montagabend. Ich melde mich bei euch, weil es bei mir nicht so toll verlaufen ist, dieser Wochenstart. Es war ziemlich holprig und durchzogen. Das kommt daher, weil ich mit meinen Ressourcen mal wieder nicht nachhaltig umgegangen bin. Wie ihr ja vielleicht wisst, beruht das ganzheitliche Schmerzmanagement, das wir hier an der Oehlehof Akademie anbieten, auf drei Säulen. Die erste Säule ist die Schmerzkompetenz. Die zweite Säule ist der nachhaltige Umgang mit unseren Ressourcen. Und die dritte Säule ist das Change Management. Umgang mit chronischen Schmerzen ist eine Managementaufgabe. Das hat nichts damit zu tun, dass wir mal eine Tablette nehmen können und dann ist gut, sondern das ist ein Langzeitprojekt, für das es Management-Skills braucht. Nun zurück zu den Ressourcen. Was sind Ressourcen in Bezug auf unser Schmerzmanagement? Als Ressourcen bezeichnen wir alle Möglichkeiten, die wir haben, uns aus den Schmerzen herauszuheben. Alles, was uns die Schmerzen erleichtert, mindert, ganz verschwinden lässt, all das sind Ressourcen. Diese Ressourcen können aus den verschiedensten Bereichen kommen, aus der Schulmedizin, aus der Alternativmedizin, energetisches Heilen, aus dem Umgang mit unseren Freunden, dem Zusammensein mit der Familie, unseren Hobbys, Sport, der Besuch einer Kunstausstellung, ein Spaziergang, eine Wanderung. All das können für jeden individuelle Ressourcen sein. Eine Ressource, eine wichtige, die wahrscheinlich bei uns allen, die unter chronischen Schmerzen leiden, eine Grundlage ist, leider unser täglich Brot, ist die Einnahme unserer Medikamente. Wir sollten sehr gut informiert sein über unsere Medikamente, genau wissen, was sie für uns tun, inwieweit sie uns schaffen können, ob wir sie brauchen, wann wir sie brauchen, wie wir sie brauchen. All das müssen wir mit unseren Ärzten ganz genau abchecken und uns auch selbst schlau machen. Wir haben eigene Verantwortung dafür, dass wir korrekt mit unseren Ressourcen umgehen. Nun, ich selbst nehme täglich zwei Tabletten jeden Morgen. Und damit ist eigentlich mein Bedarf an Medikamenten vollständig abgedeckt. Nur ganz selten im Fall von Schmerzdurchbrüchen muss ich noch irgendetwas zusätzlich nehmen. Aber echt wirklich selten. Gestern Morgen, aus irgendeinem Grund, habe ich vergessen, meine beiden Tabletten zu nehmen. Ich bemerkte es, als es am Abend einfach wirklich, mir war komisch, mir war schlecht. Ich hatte viel mehr Schmerzen, als zu erwarten war. Nach einem ruhigen Erholungstag hätte es eigentlich besser werden sollen, wurde es aber nicht. Erst gegen Abend bemerkte ich dann, dass ich die Tabletten nicht genommen habe. Okay, ich nahm sie dann am Abend und dann heute, so gegen Mittag, um die Zeitspanne ein bisschen auszudehnen, damit es nicht zu nahe aufeinander kommt. Trotzdem, ich war eigentlich dann den Rest des Tages belämmert, halb im Tiefschlaf, jedenfalls nicht gut. Echt schwierig zu arbeiten in diesem Zustand. Die Schmerzen waren auf normalem Schmerzlevel, so bei einer 4. Ihr kennt die Schmerzskala von 0 bis 10. Mit einer ruhiger Aktivität oder weniger Aktivität und korrekter Einnahme meiner Medikamente bin ich so im Durchschnitt bei einer 4 in Ruhe. Und das war so, aber ich hätte heute einfach den ganzen Tag schlafen können. Und das geht nun mal nicht. Wir haben einen Job, wir müssen arbeiten, passt nicht. Deshalb ist
der vernünftige Umgang, die Nachhaltigkeit, auch bei unserer Medikamenteneinnahme, einfach so wichtig. Wenn wir es vielleicht nicht mögen, sie macht uns oft ein normales Funktionieren im Alltag möglich. Und ich bin darauf angewiesen. Ich muss nicht funktionieren, nein, ich möchte funktionieren. Es ist mir wichtig, ich möchte aktiv mein Leben leben. Ich möchte hier die Oedehof-Akademie so richtig in Schwung bringen, mit den Pferden draußen sein, mit meinen Mitarbeitern, mit den Menschen hier auf dem Hof draußen sein. Und belämmert im Halbschlaf oder mit Wahnsinnsschmerzen geht das nicht. Darum, obwohl wir für alle Therapien offen sind, ist häufig die regelmäßige Einnahme von konventionellen schulmedizinischen Medikamenten eine Basis, eine wichtige Ressource, die wir auf keinen Fall ablehnen, die wir auch nie empfehlen abzusetzen, ohne mit dem Arzt oder den Ärzten, den behandelnden Ärzten Rücksprache zu nehmen. Das wäre unserer Meinung nach verantwortungslos, nicht nachhaltig, weil es nachher einfach Folgen hat. Und mit uns gut umzugehen, achtsam zu sein, auf uns aufzupassen, eben unsere Ressourcen zu nutzen, das ist die zweite Säule des ganzheitlichen Schmerzmanagements. Ich hatte mal wieder einen Ausrutscher, das kommt vor, wird immer bei jedem vorkommen, aber wir sollten es wirklich versuchen zu vermeiden. Ich möchte es euch ans Herz legen, alle, die wie ich unter chronischen Schmerzen leiden und auf Schmerzmittel angewiesen seid, nehmt sie zuverlässig zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge. Keine Experimente, versucht sie nicht zu vergessen. Das ist mein Appell heute Abend, weil ich selbst mal wieder gescheitert bin. Ich wünsche euch eine gute Woche. Möglichst wenig Schmerzen, keine Medikamentenvergesser und ganz, ganz viele Ressourcen, die euch aus eurem Schmerz herausheben. Wenn ihr mehr über Ressourcen erfahren wollt, dann könnt ihr an meinen kostenfreien Vortrag kommen, den ich einmal pro Monat hier in der Oedehof-Akademie am Freitag halte. Oder an einen unserer Workshops, wo das Ressourcenmanagement ein ganz zentrales, wichtiges Thema ist. Wir erarbeiten für jeden Einzelnen seine individuell in seinen Alltag, in sein oder ihr Leben passende Ressourcen, die man dann allerdings nicht vergessen darf. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche und bis bald.